Ja. Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war eigentlich kein Beitrag zur Geschäftsordnung, Herr Kollege, parlamentarischer Geschäftsführer, überhaupt nicht, sondern offensichtlich das Nichtverstehen des Vortrages hier, auch der Kolleginnen und des Kollegen. Wer in seinem Antrag schreibt, Schlusssatz, bei dieser Diskussion, bei einem Konzept, dabei müssen alle Beteiligten mitgenommen werden. Der hat nicht wahrgenommen, dass die Landeselternschaft der Gymnasien, die die Studie, auf die Sie sich beziehen, in Auftrag gegeben hat, heute nicht mitgenommen werden will von Ihnen. Das ist die Ausgangslage, und deswegen verhalten wir uns hier so. Und deswegen ist auch die Frage, wie ist die Studie zu bewerten, wie ist die Diskussion zu bewerten, eine, die wir heute hier nicht führen wollen. Wenn die Landeselternschaft selbst sagt, wir möchten in Klausur gehen, wir haben die umfängliche Studie noch gar nicht, es gibt eine Präsentation, die durch die Gegend geschickt wird, aber die Studie selbst hat der Herr Dolase noch nicht vorgelegt und darauf auch verwiesen in einer Folie, dass er sagt, die Auseinandersetzung mit dieser Studie bitte jetzt noch nicht, weil wir das Paket noch gar nicht umfänglich haben. Wir haben am Wochenende, als die Landeselternschaft getagt hat, direkt am Montag sie zum Gespräch eingeladen. Das heißt, der Austausch darüber, das haben die Kollegen und Kolleginnen auch getan, der Austausch darüber läuft längst. Wir haben im Ausschuss einen Bericht zu der Umsetzung des runden Tisches der Maßnahmen. Wir sind in der Debatte hier, dass wir heute diesen Antrag nicht für zielführend halten, weil die beteiligten Personen, auf die Sie sich beziehen, eben nicht mitgenommen sich fühlen in dieser Debatte, sondern sagen, das ist kontraproduktiv. Das haben Sie Ihnen geschrieben. Das dient nicht zur Weiterentwicklung, nicht zum Schulfrieden, nicht der Sache, sondern nur einer parteipolitischen Positionierung hier, die ist Ihnen unbenommen, aber da müssen Sie auch damit umgehen, dass wir sagen, diese Debatte an diesem Punkt nicht, den führen wir an einer anderen Stelle.